Die Europameisterschaft findet also doch ihr Ende. Italien gegen England, das Finale im Wembley Stadium. England in den weißen Trikots von rechts nach links im ersten Durchgang mit der besseren Anfangsphase. Walker im Ballbesitz, bekommt da viel Platz im gegnerischen letzten Drittel. Saka kommt gegen Emerson nicht durch, aber Walker mit einer guten Körpertäuschung, starke Bewegung, zieht in den Strafraum ein. Der Abschluss aber geblockt. Bonucci im letzten Moment dazwischen. Das hätte richtig heiß werden können für Donnarumma. Italien sicherlich favorisiert hier in diesem Spiel, aber England mit den Heimfans natürlich auch nicht in der krassen Außenseiterrolle. Auch Italien jetzt in der Anfangsphase gut. Emerson stößt nach vorne. Fehler in der Defensive und das kostet England fast den Kopf. Aber Pickford mit einer guten Tat. Nicht unumstritten, aber hier ist er mit der Knieabwehr gut dabei. Etwas mehr als 20 Minuten gespielt, nun wieder England. Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel mittlerweile. Sterling Mount per Kopf. Nicht leicht am ersten Pfosten den zu nehmen. Viel hat am Ende nicht gefehlt, aber ihm klebt eben auch noch Bonucci am Rücken. Nicht unbedingt das, was man sich als Offensivspieler wünscht. Noch 10 Minuten bis zum Seitenwechsel. Jorginho mit diesem starken Ball auf die linke Außenseite. Emerson mit der direkten Flanke und Insigne kommt sogar noch zum Kopfball. Aber da wird der Winkel dann zu spitz. Setzt ihn sogar fast noch an den Außenpfosten. Trifft dann aber nur das Außennetz. 0:0 nach 45 Minuten. Abwechslungsreicher Durchgang. Keine Mannschaft hat sich richtig hervortun können. Aber die hundertprozentigen Torchancen, bis auf die eine, die Pickford parierte, waren bislang auch noch nicht gegeben. Italien im zweiten Durchgang aber besser. Di Lorenzo, Ciro Immobile, Maguire, resolut dazwischen. Oftmals wurde es ganz, ganz eng, aber eben noch nicht zu 100% torgefährlich. Doch England mittlerweile in der Defensive tatsächlich richtig stark gefordert. Das ist Chiesa, Federico, Chiesa, was für ein Tor! 67. Minute, zieht er in den Strafraum ein, dann eine Körpertäuschung, das geht auch viel zu einfach. Dann setzt er ihn ins lange Eck. So ein Tor im Finale, das hätte sich England sicherlich nicht erhofft. Aber nun war es da und Italien hatte die breite Brust. Immobile zu Marco Verratti und in der 76. Minute war dann so gut wie alles klar. 2:0 für Italien. Das, was sich das komplette Turnier fast durchgezogen hat, findet hier sein Ende. Italien war die stabilste Mannschaft in diesem Turnier und holt sich vollkommen zurecht den Europameistertitel bei der UEFA Euro 2020. Im Jahre 2021 England daheim geschlagen. Eine Niederlage im Finale, die daheim richtig wehtut.